Heute habe ich eine sehr schöne Pfaff 3031 auf den Tisch bekommen. Eine Koffernähmaschine mit ausklappbarem Anschiebetisch und ganz ungewöhnlich mit Kniehebel. Dieser Kniehebel wird hier seitlich eingesteckt. So. Und dann kann man durch Betätigen des Hebels den Motor starten. Im Moment geht da noch nichts. Das ist ein bisschen schwergängig. Das heißt, wir schauen uns die Maschine mal an. Als erstes schauen wir uns die Motorkohlen an. Dazu öffnen wir hier oben vorsichtig mit einem großen Schraubendreher den Kohlenhalter. Und ziehen hier vorsichtig, das klemmt etwas. So. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Diese Kohle ist aufgebraucht. Man sieht, da fehlt wirklich nicht mehr viel und der Draht wäre nur noch vorhanden gewesen. Das heißt, das ist das, was wir als nächstes austauschen werden. Hier der Vergleich zwischen einer langen und der aufgebrauchten Motorkohle. Und man tauscht niemals nur eine Motorkohle, sondern immer paarweise. Unten ist sie natürlich genauso kurz. Nachdem wir die Kohlen getauscht haben, machen wir jetzt einfach mal einen ersten Probelauf. Das hört sich jetzt natürlich nicht sehr schön an. Ich glaube, da müssen wir mal schauen, ob in den Lagern genug Schmierung ist, ob das der Motor ist, ob das die Mechanik ist. Wir schauen uns das mal genauer an. So, ich kann schon erkennen, der Motor ist ziemlich schwergängig. Der sollte sich hier eigentlich ganz leicht drehen lassen. Ich spüre hier einen ziemlich starken Widerstand. Wir schauen mal, ob sich da eventuell Garn hinter das Rad gewickelt hat. So. Ja, hat. Das. Ist ein bisschen, vielleicht hilft das aber schon. Der Nähmaschinenmotor hat zwei Ölstellen mit Kugelventilen, eines hier und eines hier. Die sind etwas schwierig zu öffnen, wenn man nur das Ölkännchen verwendet. Das heißt, ich werde das Kugelventil etwas offen halten. So. Und dann vorsichtig Tropfen für Tropfen etwas Öl in die Motorlager geben. Das muss nicht viel sein. Und zwischendrin immer mal die Motorachse drehen. Die müssen wir jetzt wieder fixieren. So. Ja, das rollende Geräusch ist noch da. Vielleicht müssen wir uns den Motor doch mal etwas genauer anschauen. So, ich habe die Maschine jetzt mal auf die Rückseite gelegt. Wir hören uns das Ganze mal an und schauen, ob wir diesen Sound besser lokalisieren können. Es hört sich schlimm an. Es könnte sein, dass diese Maschine wirklich absolut trocken ist und wahrscheinlich seit 40 Jahren vielleicht auch noch nie einfach Öl bekommen hat. Kein Öl bekommen hat und jetzt total trocken ist. Ich schaue mir das mal genauer an. So, ich habe jetzt mal den Greifer ausgebaut. Das ist hier etwas schwieriger. Hier gibt es keinen Schnellverschluss, sondern man muss das komplette Gussteil vorne abschrauben. Und von der Rückseite noch die Befestigungsfeder lösen. Und dann lässt sich die Greiferhalterung entfernen. Mal hören. Autsch. So, hier kann man auch sehr schön den Filz sehen, der sich unter dem Transporteur angesammelt hat. Den werden wir als nächstes gleich mal entfernen. Nach ein paar Tropfen Öl in die Ölöffnungen der Maschine, hier vor allem, kann ich feststellen, dass die Maschine selbst jetzt nicht mehr schreit.
Der Motor hört sich aber leider immer noch nicht gut an. Autsch. Aber man sieht, die Maschine hat ganz schön Wumms. Damit könnte, glaube ich, damals sogar noch ein Schneider gut gearbeitet haben. Das sind ziemlich flotte Umdrehungszahlen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen CB-Greifer handelt, der also oszilliert, sich hin und her bewegt, dann ist das schon eine ziemlich flotte Motorisierung. Ja, ich fürchte, da muss ich mir den Motor wohl doch mal genauer anschauen. Dazu müssen wir die Motorhalterung lösen. Stecker natürlich erst ziehen. Es gibt hier einen Anschlag, eine Begrenzungsschraube, die hat zu Beginn dafür gesorgt, dass sich der Kniehebel nicht ausreichend weit reindrücken ließ. Das heißt, es wurde nicht genug Schaltweg freigegeben. Ich bin kein großer Freund des Motoraufschraubens, muss ich sagen. Und gerade die alten Motoren mit ihrer etwas mürben Elektrik zum Teil sind manchmal auch nicht mehr gut zusammenzubauen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal geschaut, ob ich Stellen finde, an denen ich noch Lager ölen kann, und habe hier auf der Rückseite der Motorachse eine Stelle, an die ich einen Tropfen Öl geben kann. So, nicht zu viel, wirklich nur einen Tropfen Öl, und durch Drehen der Achse dann in das Lager rein arbeiten lasse. Überschüssiges Öl wische ich ab, denn in den Motor auf die Wicklungen darf kein Öl kommen. Das ist wichtig. Ich werde das jetzt mal testen. Ich baue ihn versuchsweise mal wieder ein. Das Schöne an der Pfaff 30 ist, dass sie tatsächlich eine Universal-Motorhalterung hat. Das heißt, man kann hier auch andere Motoren installieren. Da wir den Motor auf der Rückseite der Maschine schon abmontiert haben, nutzen wir die Gelegenheit und schmieren hier die Stelle der Exzentergabel mit Sprühfett. Wunderbar leichtgängig. So muss das aussehen. Einmal anstoßen, mindestens 3 Umdrehungen. Wunderbar, ganz leise Maschine. Ich habe jetzt den Motor wieder montiert. Er ist in der Halterung in der untersten Position. Das heißt, ich kann den Keilriemen nicht stärker spannen. Ich finde, er lässt sich ein bisschen stark durchdrücken. Ein bisschen mehr Spannung wäre mir da schon lieb. Wir schauen aber mal, ob das Ganze trotzdem funktioniert. Alles ist wieder da, wo es hingehört. Jetzt machen wir mal einen Probelauf. Das hört sich natürlich ausgezeichnet an. Wunderbar. Für eine CB-Greifermaschine ist das wirklich ein ganz ausgezeichneter mechanischer Sound. Der begeistert mich wirklich. Dann bauen wir jetzt noch den Greifer zusammen. Wie immer reinigen wir vor dem Zusammenbau alle Teile des Greifers gründlich von altem Fett, Flusen und Ähnlichem. Zwischen Greifer und Greiferbahn kommt ein Tröpfchen Öl. Das ist dieser Bereich zwischen dem beweglichen und dem stehenden Element. Hier kommt alle paar Stunden ein Tröpfchen Öl rein. Wir schauen jetzt auch noch unter die Stichplatte, ob sich dort noch was verbirgt. Dazu machen wir erstmal das Füßchen hoch. Nehmen es ab, entfernen die Flachkolbennadel, die bei dieser Maschine wegen der Spule, die von hier eingesetzt wird, mit der flachen Seite nach rechts eingesetzt wird. Die Nadel ist eine normale Flachkolbennadel, flache Seite zum Greifer, also nach rechts. Ja, ich würde sagen, hier haben sich ein paar Filzmäuse versteckt, denn das behindert natürlich
den Platz, den der Transporteur unter der Stichplatte braucht. Wenn sich da 2 oder 3 Millimeter fester Filz bilden, ist das sicher nicht gut. Für den Transport. Einfach. Einmal im Jahr die Stichplatte abmachen oder wenn man häufiger näht, 2-mal im Jahr mit einer Zahnbürste kräftig schrubben, da kann gar nichts passieren. Einmal durchpusten und die Stichplatte kam wieder drauf. Jetzt haben wir alles durchgesehen, gereinigt, geölt, Filz entfernt. Jetzt machen wir noch einen finalen Probelauf. Fabelhaft. Hier kann ich jetzt auch zeigen, wofür diese Anschlagschraube ist. Wenn ich beispielsweise meine kleine Tochter damit nähen lassen möchte, dann schraube ich die Schraube etwas rein und kann damit die Bewegung des Kniehebels begrenzen und die Geschwindigkeit damit auch. Das lässt sich wunderbar einstellen. Als nächstes fädeln wir die Maschine ein. Zuerst die Unterfadenspule, den Faden im Uhrzeigersinn in die Kapsel einlegen. Unter der Spannungsfeder durchziehen, so, und dann muss beim Ziehen ein leichter Widerstand zu spüren sein. Der ist hier noch deutlich zu hoch, das heißt, wir lösen ganz leicht diese Schraube, immer noch etwas fest. Das ist schon besser. Als nächstes legen wir den Oberfaden ein. Garnrolle aufsetzen. Drunter, drüber, Füßchen nach oben, zwischen die Spannungsscheiben, über die Feder, unter dem Haken, in die Öse. Durch den Fadengeberhebel. So. Man sieht, wie die Feder hier das Garn entlasten kann. Durch die Öse. So. Von vorne durch die Drahtöse unten und dann durch die Nadel. Ich habe die Nadel jetzt eingefädelt von links nach rechts. Man fädelt immer zum Greifer hinein. Der Greifer sitzt hier unten auf der rechten Seite. Das heißt, das Garn wird von links nach rechts durchgefädelt. Wir halten den Oberfaden fest, machen eine Umdrehung und holen den Unterfaden hoch. Legen beides mit ausreichend Länge nach hinten weg, schließen und sind bereit für die erste Probenaht. Das sieht schon sehr gut aus. Ich finde, der Anpressdruck für das Füßchen könnte noch etwas größer sein. Dazu schraube ich hier oben die Schraube etwas in die Maschine und erhöhe damit den Druck, mit dem das Füßchen gegen den Transporteur gepresst wird. Große Klasse, die Naht sieht gut aus.
Ist noch ein bisschen ölig. Es empfiehlt sich immer, nachdem man die Maschine geölt hat, eine Weile auf einem Probestück zu nähen, damit auch die letzten Spuren Öl noch verschwinden. Aber das sieht hier alles schon sehr gut aus. Mein Resümee zur Pfaff 3031, in diesem Fall mit Anbaumotor und Kniehebel, ist eine absolute Empfehlung. Man erhält eine Nähmaschine, die zwar nur gerade Stich kann, aber Flachkolbennadeln und die heute immer noch gebräuchlichen CB-Spulen benötigt. Das heißt, man kriegt auch noch Ersatzteile. Es ist eine robuste, wenn auch ziemlich schwere, ich schätze mal 10, 12 Kilo wird sie sicher wiegen mit Koffer oder mit Vollholzunterbau. Aber man hat dafür eine Maschine, die jetzt 70 Jahre alt ist und vermutlich noch mal 70 Jahre weiter nähen kann. Und zum Schluss wird das Schätzchen noch in seinen passenden Koffer geparkt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Video. Ich würde mich über ein Abo von Ihnen freuen. Und wenn Sie über neue Videos benachrichtigt werden möchten, dann drücken Sie unten rechts die Glocke. Vielen Dank.